Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Klingenbach. Heute bereits am Montag, einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich euch zusammen. So, ich muss mal gucken, dass alle Maschinen wieder ans Laufen kommen hier. Wo hat denn der angefangen, wo hat denn der aufgehört? Das ist die gute Frage, ne? So, ich glaube hier war... Ja, hier ungefähr. Jo, das passt, kannst du so fahren, glaube ich. Ja, sieht gut aus. So, hier werden Sonnenblumen gesät. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir noch? Wo gehörst du eigentlich hin? Ach, hier. Ah, okay. Hier war gedüngt, richtig? Richtig. Müssen wir das düngen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, von letzter Woche auf diese Woche ist schon wieder alles... Oh, gedüngt ist es. Hier ist nicht alles, ne? Cool. So. Warte. Wir gehen jetzt gleich mal durch. Da vorne ist er, der Fendt. Ah, du kannst eigentlich auch gleich weitermachen, ne? Wie geht das zum Rückzug? Ja, jetzt so. Okay, alles gut. Alles gut. So. Sägewerk leer. Habe ich gerade irgendwas gelesen? Schauen wir uns aber gleich an. Okay, das läuft. Ja, Sägewerk leer. Klar. Nee. Hier läuft wieder alles. Hier waren wir beim Ballenpressen. Da machen wir gleich weiter. Aber ich wollte zuerst den Kollegen hier losschicken, damit er uns das große Feld hier grubbert. Ich habe übrigens jetzt zwei neue Mods mit reingenommen. Einmal einen großen URL, da wird sich nämlich gewünscht, dass ich mal einen großen URL verwende. Und einmal habe ich noch so ein, was ist das? Ich weiß gar nicht. So ein, jetzt fällt mir der Name nicht ein. So ein Federstedt-Sä-Paket, glaube ich, heißt das richtig. Dann habe ich auch mit reingenommen, was, die Kombinationsmöglichkeiten gefallen mir sehr gut, dass man so zwei, drei Geräte hintereinander kuppeln kann. Da muss man mal schauen, wie sich das lohnt, ob sich das lohnt und so weiter und so fort. So, ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir auch noch was im Lager haben. Ne? Wir haben ja 8000, schlag mich tot, von irgendetwas eingelagert. Und muss man heute nochmal schauen, ob das da ist. Ne? So, jetzt machen wir hier mal... die Seite ist die rechte Seite, Kreisfahrt aus. Ja. Läuft. Müsste eigentlich machen. Sollte eigentlich machen. Ja, sieht gut aus. Die Spritze, die werden wir dann gleich aufräumen. Genau. Wir haben gesagt, Kühe. Ganz wichtig, wir müssen uns um die Kühe kümmern. Das weiß ich, das habe ich auch nicht vergessen, sowas. Es war bisher noch keine Zeit oder wenig Zeit. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen um die Kühe kümmern. So, einmal hochfahren da. Und damit wir, also heute ist der Plan auf alle Fälle, die Kühe sauber machen und schauen, ob noch was fehlt, ob vielleicht noch Wasser nachgefüllt werden muss, ob wir noch ein bisschen Futter reinhauen müssen. Wobei reinhauen ist auch, ne? Und dann, was fehlt noch? Noch irgendwas war gewesen. Genau, Mischfutter müssen wir noch herstellen. Das müssen wir auch noch machen. Wie diese Steuerung von dem Hanomag, ne? Die ist so komisch irgendwie. Weil die ist immer noch verdreht. Aber es geht. Verdreht, aber es geht. Verstehst du? Okay, egal. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen bei der Ballen pressen. Ich habe nicht vergessen. Wie gesagt, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe das gesagt, dass wir heute die Kühe machen. Und das wollte ich jetzt auch angehen, weil es ist so eine Sache, die schiebt man immer wieder vor sich hin. Ihr habt sich auch solche Sachen, die schiebt man vor sich hin, und irgendwann denkt man, oh, es ist zu spät und so weiter. Aber deswegen wollte ich das jetzt einfach mal angehen. So. So, erst hier vorne die Schaufel runter machen, wurde in die Kommentare geschrieben. Das ist Babyfee da an der Kante hängen und das sieht immer so schrecklich aus. So, ich glaube, das war... Oh, hier ist noch was, bisschen. Jetzt... Ahaha. Das war's. Okay. Gut, dann werfen wir das wieder hier rein. Zack. So, da wird gleich nochmal ausgemistet hier. Und dann haben wir nämlich das Schlimmste schon mal gemacht, weißt du? Das Nachfüllen an und für sich ist ja nicht schlimm. Gar nicht. Wie gesagt, Mischfutter müssen wir noch produzieren. Aber das sind alles Sachen, die laufen easy peasy nebenbei. Und dann können wir noch Ballen pressen und vorbereiten und so weiter und so. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich wollte mir noch ganz kurz die Sämaschine angucken. Von diesem Federstedt-Dingens. Sämaschinen. So, was haben wir denn da alles? Nee, hier Mod. Da geht's los. Horsch. Oh, so eine Horsch wäre auch geil, ne? Ah, das sind so neue Sämaschinen, wo habe ich mir. Oh, 310 PS ist aber viel. Leute, ist aber viel. 8 Meter. Das sind nur zwei Dinge. Was ist das denn hier? Das sieht mir nach einem Tank oder sowas aus. Okay, aber ich glaube, da gibt es noch einen originalen Grubber dazu, den man auch irgendwie zwischenkuppeln kann. Oh, hier. Oh, meine Güte, du. 8,2 Meter, 18 Meter. Nee, 11,80 Meter, 18 km/h.
Aber auch nicht schlecht, ne? Aber puh, ist dann auch sehr teuer. Muss man einfach mal so sagen. Das ist auch sehr teuer. Aber gut. Gratis gibt's gar nichts. Aber ich bin momentan zufrieden mit meiner Maschinerie. Wie gesagt, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Klar. Oh, die Bürste war im Weg. Aber momentan, derzeit, muss ich echt sagen, ja, läuft. Und wir werden, ich glaube, jetzt nagelt mich jetzt nicht fest, ne? Ich glaube, dass wir das Geld, das wir jetzt verdient haben, hart verdient haben, dass wir das in Schweine verwerten. Achso, nicht verwerten, klingt so falsch, ne? Ich habe eine WhatsApp bekommen. Dass wir das in Schweine investieren. So muss man es, glaube ich, richtig formulieren. Weil ich ja in Schweine, also ins Fleischgeschäft, ins Fleischimperium einsteigen möchte. Da habe ich euch ja gesagt, ne? Dass ich da gerne ein bisschen, weil da gibt es dann auch sehr viel Geld zu verdienen. Das darf man nicht vergessen. Also Fleisch gibt halt nochmal so einen kleinen, wie soll ich sagen? Nicht jetzt Gedankenanspruch, nein, aber so ein bisschen so, weißt du, noch ein weiterer Verdienst. So, glaube ich, kann man es richtig beziffern. Und die anderen Sachen laufen ja auch. Wir versuchen ja wirklich dran zu bleiben. Wir versuchen ja wirklich, dass man Sachen vorrätig hat und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich auch tatsächlich bereit. Ich bin bereit für Schweine. Man kann das so sagen. Und ich weiß aber nicht, wie viel Schweine kosten. Muss ich auch ehrlich sagen, ne? Da müssen wir mal schauen. Wie viel Schweine wir da reinbekommen. Beziehungsweise wir können eigentlich schon mal anfangen, ein paar Schweine zu kaufen. Also machen wir erstmal fertig mit dem Ausmisten hier. Hoppla. Ich habe auch gesehen, in der letzten Folge war ein Schreibfehler im Titel, ne? Ich habe mir gedacht, komm, soll ich es jetzt ändern? Soll ich es jetzt wirklich ausbessern? Und ich habe gedacht, ach komm, lass es, ey. Das ist doch einfach nur menschlich, dass man einfach mal sich verdrückt oder einfach mal den Fehler macht oder irgendwas. Warum soll ich das großartig wegmachen, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, zumal ich das Bild auch vom Thumbnail nicht mehr hatte. Das heißt, auf dem Thumbnail wäre es... Oder ist am Thumbnail richtig... Ich glaube, am Thumbnail ist es richtig geschrieben gewesen. Aber im Titel war es falsch geschrieben. Statt die habe ich Due oder sowas geschrieben. Ja, ja. Aber mei, wenn ihr so viel Thumbnails macht, wie ich am Tag mache, da kann auch mal ein Fehler passieren. Voll abgehobener Typ. So, warte mal. Das muss raus, liebe Kinder. Geht doch mal. Ja, alles klar. Geht doch einfach mal aus dem Weg. Da kann... Bertha? Geht doch mal... Oh, Mann, ey. Ihr macht das doch extra, weißt du? Wieder die Schaufel ablecken wollen. Mann. Wollen wir mal ganz schnell oder ganz kurz gucken, wie viel so ein Schwein kostet? Also so ein richtiges? Oh! Warum sind die so teuer? Alter, 1600. Das ist ja Wahnsinn. Wir können nicht mal 100 Schweine kaufen. Ah, doch, oder? Nee. 16.160. Ja, 100 Schweine wären so max, ne? Wie viel haben wir eigentlich Kühe mittlerweile? Ich vergesse das immer wieder, leider. Ah, aber gut, aber so 50 Schweine wären auf alle Fälle drin, ne? Oh, guck mal hier. Oh, das sieht nicht so gut aus. So, das sieht besser aus, was du da machst. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich muss kurz gucken, was das war. Ah, okay. Ja, da kümmere ich mich später drum. Wie gesagt, du kannst dich nicht teilen. Das geht aber nicht. Das können wir noch fix machen. Das war, hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Das muss dann, by the way, auch gepresst werden. Ne? So, hier geht noch ein bisschen rein. Alles cool. Alles Roger in Kabocha. Oh. Bist du fertig? Warum hast du so eine dicke Rauchwolke oben drauf, ey? Bist du fertig? Lass mich mal schauen, ob der fertig ist. Weil da könnte er gleich aufs nächste Feld fahren, weißt du? Das andere wird ja auch mit Sonnenblume gemacht. Da schauen wir uns jetzt sofort an. Ja, sieht fertig aus. Schauen wir noch wegen Grün. Ja, ist fertig. Läuft. Du kannst ja nochmal zum Hof fahren, aufladen, oder? Oder soll man einfach mal machen lassen und... Ach komm, wenn du schon mal dabei bist, fahr mal ganz fix zum Hof runter. Da haben wir ja auch einen Gruß für dich, kein Problem. Händlerhof, der ist nämlich, der geht hier vorne vorbei, siehst du? Und dann kann man mal schauen. Wird er nochmal aufgefüllt? Ich hoffe, ich habe noch Zeug am Hof. Ich hoffe es wirklich, ne? Sonst wird langsam Oha. Nö, hier waren wir auch nicht. Hier müssen wir dann noch weiterarbeiten. Zuerst machen wir mal die Kühe fertig, ne? Das habe ich ja gesagt, diese Folge. Das machen wir dann auch. Ich glaube, irgendwann wird es ein größerer Lader werden. Nicht jetzt, weil ich den Hanomag oder MF nicht mag, der hier ist. Aber diese Lenkung, ne, die ist ein bisschen tricky. Und wenn du dich jetzt wirklich über längere Zeit, sage ich mal, ne, ich möchte jetzt nicht von Jahren sprechen, aber wenn du dich über längere Zeit an diese normale LS-Lenkung gewöhnt oder
ne? Du kennst die Lenkung einfach. Und dann ist die Lenkung verdreht. Das machst du nicht von heute auf morgen. Das geht einfach nicht. Ey, kackt aber auch ganz schön, ne? Alter Schwede ist hier Zeug drin. So. Aber was muss man muss sagen, er ist wendig, ne? Er ist wirklich wendig. 4500 in der Schaufel. Ist auch cool. Ich hätte gern, glaube ich, so ein Teleskoplad. Der wäre noch geil. Ein Teleskoplad, aber der kommt ja nicht so hoch rauf, ne? Wir müssen ja hier über diesen Zaun, oder über diese Wand hier, über diese Mauer abladen. Ich glaube, er weiß nicht, ob das so hoch kommt. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir wieder einiges an Mist haben für kommende Aktionen. Oh, hier liegt einiges rum, ja. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir können auch mal die Weide hier mähen, ne? Weil das ist ja... Die fressen nicht alles weg, die Kühe. Nee. Du musst auch manchmal drüber mähen. Damit es wieder schön nachwachsen kann. Ah ja, so ist ganz okay. Es gibt auch diese Schiebeschilder, ne? Für Mist. Ich habe ja auch gesehen in den Stellen. Da wird der Mist nicht mit der Schaufel sowas aufgenommen, sondern da gibt es wirklich Systeme, wo du einfach mit sieht aus wie so eine Art Schneepflug, ganz blöd gesagt jetzt, so ein Schieber mit so einem Gummiding unten dran. Und die schieben den Mist einfach raus. Und draußen wird es dann irgendwie weggenommen im Radar oder sowas. Ist auch eine Möglichkeit. Fand ich sehr interessant. Ich gucke mir sehr viel solche Dokus und so ein Zeug an, ne? Und da sehe ich immer, oh, die machen das so. Wie mache ich es in den Let's-Projekten? Ich mache es anders, weißt du? Das vergleicht man dann schon mal. Nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwie besser werden möchte oder sowas. Aber ich gucke mir gerne so Vergleichsdinge an, wo ich sage, kenne ich so nicht, funktioniert aber auch sehr gut. Und dann gucke ich immer, das ist einfach so eine Krankheit von mir, ich gucke immer, ob es das Ding, was ich gerade in Real Life gesehen habe, ob es das irgendwie auf Mod-Hoster oder sowas gibt oder Forbidden Mods oder bla bla. Und dann nehme ich es mit rein, weil ich sehe einfach, wie es in der Praxis funktioniert hat und ich gucke einfach, ob es im LS auch funktioniert, weil ich das sehr interessant finde. Ich glaube, ja, ein, zweimal werden wir es noch drüber. Wenn wir noch drüber fahren müssen hier. Aber dann haben wir es auch wieder geschafft hier. Ausmisten müssen wir sowieso nicht so oft, ne? Das ist ja wirklich keine gern gesehene Arbeit, ja. Aber müssen wir halt machen. Dort müssen wir halt machen, ne? Und ich finde wirklich den Hof so überschaubar, weißt du? Also viele haben jetzt auch gesagt, ja, das Projekt wird langweilig und so weiter. Ich habe ja auch diese Umfrage gemacht, ne? Habt ihr auch gesehen auf dieser Community-Seite, die ist ja eigentlich dafür gedacht, für die Community Sachen zu machen, ne? Oder mit der Community zu interagieren. Und deswegen haben wir gedacht, ich mache da mal eine kleine Umfrage und da wurde, da habe ich so gesagt, so habe ich so Auswahlmöglichkeiten euch gegeben und da wurde eben auch abgestimmt, Klingebach beenden und was anderes anfangen. War ab und zu bei, ja, möchte ich jetzt gar nicht bestreiten, aber die meisten Stimmen hat wirklich die Abteilung bekommen, alles so lassen, wie es ist. Das waren die meisten Stimmen. Da muss ich echt so sagen. Und das freut mich tatsächlich, weil ich habe mega Bock auf Klingenbach. Ich sag's nochmal. Also, Klingenbach ist einfach. Das läuft einfach. Weißt du, wir haben das alles uns jetzt selber erarbeitet und wir kommen jetzt hier erst in den Genuss von einem großen Drescher zum Beispiel und großen Traktoren, größeren Traktoren. Und da werden auch natürlich im Laufe der Zeit wieder neue Traktoren kommen. Klar. Ich habe ja auch keinen Bock, dass ich 300 Folgen lang mit dem gleichen Traktor fahre. Ist ja ganz klar. Dass wir da mal ein bisschen was auswechseln werden. Logisch. Aber das geht halt nicht, weißt du, gibt ein paar Leute, die da sich wünschen, dass ich jede Folge einen neuen Traktor habe, weißt du? Das geht halt nicht. Weil irgendwo musst du auch sagen, ja, dann kann ich auch cheaten, dann kann ich mir jetzt 15 Trillionen hier reinmachen, weißt du, dann kann ich mir alles kaufen, was ich möchte. Aber dann ist irgendwie das Spielziel weit entfernt und das ist auch, glaube ich, oder finde ich nicht das Sinn vom LS, dass man sich einfach alles ercheatet und dann einfach alles kauft, was man möchte und ja, let the party started, weißt du? Glaube ich nicht. Und deswegen spiele ich das auch nie so. Aber ich habe schon vor, das ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, weil ich habe mega Bock zum Beispiel zu häckseln, Silage, ne? Da habe ich schon Bock drauf, muss ich echt sagen. Gehst du nicht auf? Was habe ich jetzt gedrückt? Ah. Ah, ich war nicht, okay, ich muss da in die Mitte gehen und nicht am Rand bleiben. Naja.
Gut, aber liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Butterbrot, Bier, machen wir. Läuft. Zu einer weiteren Folge auf der Klingelbach. Bis dahin, macht es gut. Genießt die Woche. Bis morgen. Ciao, ciao.